Heute im Track-Test ein VW-Käfer von 1956. Auf den ersten Blick wirkt das damalige Wirtschaftswunder ziemlich harmlos. Doch bei diesem Ovali trügt der Schein. Unter dem lieblichen Blechkleid verbirgt sich Technik vom Feinsten. Der Käfer von Gerd Weiser entspricht der Philosophie Wolf im Schafspelz. Dieses Auto wird aber nicht auf der Rennstrecke eingesetzt, sondern findet seinen Einsatz als Understatement-Sportwagen im Alltag. Der Aufbau eines solchen Gefährts erfordert einiges an Kenntnis und Geschick. Ich habe im Prinzip mein Hobby irgendwann mal zum Beruf gemacht. Und was mich immer am Käfer gereizt hat, war die Einfachheit und die Tatsache, dass man also mit überschaubaren Mitteln das Fahrzeug sehr sportlich bewegen kann. Ersatz- und Tuningteile gibt es für den Käfer ohne Ende. Zudem ist der Vierzylinder-Boxermotor schnell ausgebaut und ermöglicht so dem Tuner komfortables Schrauben, was vor allem auch im Rennsport von Vorteil ist. Auch namhafte Firmen wie zum Beispiel Porsche Salzburg haben schon mit dem Käfer beachtliche Renn- und Rallye, vor allem Rallye-Erfolge erzielt und haben damals schon der Konkurrenz das Fürchten gelernt. Also Veränderungen sind von außen eigentlich relativ wenig. Das Auto sieht äußerlich relativ original aus. Das war auch so der Sinn der Sache. Man sieht also an den Rädern, dass sie wesentlich breiter sind und die Reifen flacher sind. Ansonsten von außen kaum irgendwelche Änderungen im Innenraum. Etwas komfortablere Sitze, die auch in dem Original Bezugsstoff bezogen sind, damit es eben halt ein bisschen netter ausschaut. Ne? Im Track-Test zeigt der Käfer sein wahres Gesicht. Hier schlüpft der böse Wolf aus dem Schafspelz. Wie auf Schienen zieht der Hecktriebler souverän durch die Kurven und macht wegen seiner sympathischen Erscheinung eine besonders gute Figur. Gerd Weiser und sein unscheinbarer Käfer fühlen sich hier auf diesem engen Kurs sichtlich wohl. Die 1200 Arbeitsstunden haben sich gelohnt. Man sieht hier also den Original-Käferblock. Das Porsche-Gebläse wird hauptsächlich wegen der besseren Kühlung genommen, damit auch über längere Zeitraum höhere Drehzahlen gefahren werden können. Dieses hier zum Beispiel ist ein Centralo-Filter, haben wir nachgerüstet, damit eben halt auf längeren Autobahnfahrten der Innengeräuschpegel möglichst niedrig bleibt und das Fahren angenehm ist auch auf Dauer. Ansonsten ist es alles Käfertechnik. Die üblichen Doppelvergaseranlagen von Weber werden meistens benutzt. Auspuffanlagen sind aus dem reichhaltigen Tuningprogramm, was es für den Käfer gibt, entnommen. Der Käfermotor auf 2,2 Liter Hubraum aufgebohrt, leistet satte 165 PS. Der Sprint von 0 auf 100 gelingt laut Weiser in nur 5,8 Sekunden. Im Fahrzeug ist natürlich das Fahrwerk deutlich verändert worden. Das heißt nicht nur Stoßdämpfer und so weiter, sondern auch die Bremsen und die Achsen sind teilweise verändert worden, sodass sehr aggressive Fahrweisen teilweise möglich sind. Kein zeitraubendes Über- oder Untersteuern ist zu erkennen. Der Käfer ist dank dem Sportfahrwerk und der guten Spur- und Sturzeinstellung sehr neutral abgestimmt und liegt wie ein Brett auf der Strecke. Dieser souveräne Auftritt des unscheinbar aussehenden Käfers sorgt auch bei unserer Zeitnahme für Begeisterung. Mit einer Rundenzeit von 20,77 Sekunden mischt dieser Käfer in der Track-Test-Rangliste ganz vorne mit.